Ja, mein Name ist Daniela Gibson. Ich bin die Standortleitung hier in San Francisco an der GISSV, der German International School of Silicon Valley. Wir haben heute Morgen Shore Buddies erlebt und die Kinder haben mit Kuscheltieren sozusagen gelernt, wie wichtig das ist, dass wir die Meere nicht verschmutzen und dass wir auch durch unsere eigenen Handlungen dazu beitragen können, dass unser Planet grüner ist. Have you seen the damage this plastic makes when found in the ocean, rivers or lakes? Over half of the plastic we use is only used once before it is thrown away. Also wir haben zum Beispiel grüne Projekttage, wo wir uns nochmal in allen Klassenstufen mit dem Thema beschäftigen. Und natürlich ist das ganz große Ziel, dass wir eine plastikfreie Schule werden wollen. Humans use millions of those straws every day. They use it once and then they simply throw it away. What do you guys think they all end up? Also ich glaube, dass die Kinder erstens sich bewusst gemacht haben, wie dringend das ist. Ja, und zweitens, dass sie selbst auch ihren Teil dazu beitragen können. Das finde ich ganz wichtig, dass es auch etwas eine positive Kraft und Motivation hat. If you put all the toothbrushes in one row you use into your entire life, you can lay out entire soccer field. With the group of people we have here, we can cover the entire soccer field with plastic. And recycle. Recycle all items. You guys know what recycling means? What does recycling mean? Someone. Warum ist es so wichtig, dass die Kinder das jetzt im Kindergarten lernen und hat das nicht alles Zeit bis zur Highschool? Nein, das hat nicht Zeit bis zur Highschool. Erstens haben wir nicht mehr so viel Zeit, die Erde hat nicht mehr so viel Zeit, kann nicht mehr so lange warten. Die Kinder wollen eigentlich auch. Die Kinder möchten dazu beitragen und möchten selbst aktiv sein. Und wenn man sie jetzt schon dafür begeistern kann, dann ist das für alle einfach viel, viel besser. High five! High five! High five! High five! High five! High five. High five. High five.